Aus dem Walde drang von Zeit zu Zeit ein dumpfer, krachender Schall. Der Ton hielt nur einige Sekunden an, begleitet von einem langen Echo an den Bergwänden und wiederholte sich etwa alle 5 bis 8 Minuten. Friedrich achtete nicht darauf, nur zuweilen, wenn das Getöse ungewöhnlich stark oder anhaltend war, hob er den Kopf und ließ seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die den Ausgang in der Talebene fanden. Es fing bereits stark zu dämmern an, die Vögel begannen leise zu zwitschern und der Tau stieg fühlbar aus dem Grunde. Friedrich war an dem Stamm hinabgeglitten und starrte, die Arme über den Kopf verschlungen, in das leise einschleichende Morgenrot. Plötzlich fuhr er auf, über sein Gesicht fuhr ein Blitz. Er horchte einige Sekunden mit vorgebeugtem Oberleib wie ein Jagdhund, dem die Luft Witterung zuträgt. Dann schob er schnell 2 Finger in den Mund und pfiff gellend und anhaltend: »Fiedel, du verfluchtes Tier!« Ein Steinwurf traf die Seite des unbesorgten Hundes, der, vom Schlafe aufgeschreckt, zuerst um sich biss und dann heulend auf 3 Beinen dort Trost suchte, von wo das Übel ausgegangen war. Im selben Augenblicke wurden die Zweige des nahen Gebüschs fast ohne Geräusch zurückgeschoben und ein Mann trat heraus, im grünen Jagdrock, den silbernen Wappenschild am Arm, die gespannte Büchse in der Hand. Er ließ schnell seine Blicke über die Schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf den Knaben verweilen, trat dann vor, winkte nach dem Gebüsch und allmählich wurden 7 bis 8 Männer sichtbar, alle in ähnlicher Kleidung, Weidemesser im Gürtel und die gespannten Gewehre in der Hand. »Friedrich, was war das?« fragte der zuerst Erschienene. »Ich wollte, dass der Racker auf der Stelle krepierte. Seinetwegen könnten die Kühe mir die Ohren vom Kopf fressen.« »Die Kanaille hat uns gesehen«, sagt ein anderer. »Morgen solltest du auf die Reise mit einem Stein am Halse«, fuhr Friedrich fort und stieß nach dem Hunde. »Friedrich, stell dich nicht an wie ein Narr. Du kennst mich und du verstehst mich auch.« Ein Blick begleitete diese Worte, der schnell wirkte. »Herr Brandes denkt an meine Mutter.« »Das tue ich. Hast du nichts im Walde gehört?« »Im Walde?« Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. »Eure Holzfäller, sonst nichts.« »Meine Holzfäller?« Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters ging in ein tiefes Braunrot über. »Wie viele sind ihrer und wo treiben sie ihr Wesen?« »Wohin ihr sie geschickt habt, ich weiß es nicht.« Brandes wandte sich zu seinem Gefährten. »Geht voran, ich komme gleich nach.« Als einer nach dem anderen im Dickicht verschwunden war, trat Brandes dicht vor den Knaben. »Friedrich«, sagte er mit dem Ton unterdrückter Wut, »meine Geduld ist zu Ende. Ich möchte dich prügeln wie einen Hund, und mehr seid ihr auch nicht wert, ihr Lumpenpack, dem kein Ziegel auf dem Dach gehört. Bis zum Betteln habt ihr es, Gottlob, bald gebracht, und an meiner Tür soll deine Mutter, die alte Hexe, keine verschimmelte Brotrinde bekommen. Aber vorher sollt ihr mir noch beide ins Hundeloch.« Friedrich griff kampfhaft nach einem Aste. Er wurde totenbleich und seine Augen schienen wie Kristallkugel aus dem Kopf schießen zu wollen. Doch nur einen Augenblick. Dann kehrte die größte, an Erschlaffung grenzende Ruhe zurück. »Herr«, sagte er fest mit sanfter Stimme, »ihr habt gesagt, was ihr nicht verantworten könnt, und ich vielleicht auch. Wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen, und nun will ich euch sagen, was ihr verlangt. Wenn ihr die Holzfäller nicht selbst bestellt habt, so müssen es die Blaukittel sein, denn aus dem Dorf ist kein Wagen gekommen. Ich habe den Weg ja vor mir, und 4 Wagen sind es. Ich habe sie nicht gesehen, aber den Hohlweg hinauffahren hören.« Er stockte einen Augenblick. »Könnt ihr sagen, dass ich je einen Baum in eurem Revier gefällt habt? Überhaupt, dass ich je anderwärts gehauen habe als auf Bestellung? Denkt nach, ob ihr was sagen könnt.« Ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwort des Försters, der nach Art der meisten rauen Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt dem Gebüsch zu.
Nein, Herr, rief Friedrich, wenn ihr zu den anderen Förstern wollt, die sind dort an der Buche hinaufgegangen. An der Buche, sagte Brande zweifelshaft, nein, dort hinüber, nach dem Maß der Gründe. Ich sage euch, an der Buche des langen Heinrich Flintenriemens blieb noch am krummen Ast dort hängen, ich hab's gesehen. Der Förster schlug den bezeichneten Weg ein. Friedrich hatte die ganze Zeit hindurch seine Stellung nicht verlassen. Halb liegend, den Arm um den dürren Ast geschlungen, sah er dem Förster fortgehenden unverrückt nach, wie er durch den halb verwachsenen Steig glitt, mit dem vorsichtigen, weitem Schritte seines Metiers so geräuschlos wie ein Fuchs die Hühnerstiege erklimmt. Hier sank ein Zweig hinter ihm, dort einer, die Umrisse seiner Gestalt schwanden immer mehr. Da blitzte es noch einmal durch das Laub. Es war ein Stahlkopf seines Jagdrocks. Nun war er fort. Friedrichs Gesicht hatte während dieser allmählichen Verschwinden den Ausdruck seiner Kälte verloren und seine Züge schienen zuletzt unruhig bewegt. Gereute es ihn vielleicht, den Förster nicht um Verschweigung seiner Angaben gebeten zu haben? Er ging jetzt einige Schritte voran, blieb dann stehen. Es ist zu spät, sagte er vor sich hin und griff nach seinem Hute. Ein leises Picken im Gebüsch, nicht 20 Schritte von ihm. Es war der Förster, der den Flintstein schärfte. Friedrich horchte. Nein, sagte er dann mit entschlossenem Tone, raffte seine 7 Sachen zusammen und trieb das Vieh eilfertig die Schlucht entlang.